wunderschönen guten Tag, liebe YouTuber. Und was werden wir heute anpacken? Und zwar ein iPod Nano der sechsten, also der aktuellen Generation. Ja, fangen wir direkt mal an. Das ist die 8 GB Variante. Erstmal äußerlich, wie man es kennt. Ein Nano 8 GB in Blau. Fangen wir mal an, ihn zu entpacken. So, ups. Die Verkaufsverpackung iPod Nano ähnelt sich quasi den vom iPod Shuffle, direkt hier das Apple-Logo. Einmal ganz kurz zum Vergleich, ähneln sich beide. Ein bisschen größer ist er schon, die Verkaufsverpackung von Nano ist halt schon ein bisschen größer, aber im Endeffekt ähneln sie sich stark. So, wollen wir mal kurz gucken, wo wir den aufkriegen. Da. Wunderbar. Und zwar öffnen wir mal das gute Stück. Na. Ups. Und da springen wir uns schon entgegen. Ich packe den erstmal ganz kurz zur Seite und zeige euch erstmal den Inhalt. So, designed by Apple in California. Wie beim iPod Shuffle. Genau das gleiche. Die Verkaufsverpackung. Die Betriebsanleitung mit noch einem Apple-Sticker. Ändert sich gar nichts. Ist auch genau dasselbe drin, genau der gleiche Inhalt, deswegen werde ich das nicht nochmal einzeln auspacken. Natürlich die wunderbaren Kopfhörer, wie man sie kennt, schön Apple Design. Denn was ist noch zu finden? Das Ladekabel, beziehungsweise auch USB-Kabel. Ja. Genau, wunderbar halt zum Aufladen und so weiter. So, kommen wir jetzt zum iPod Nano direkt. So sieht das gute Stück aus. Machen wir es hinten mal lose. Da ist man immer ganz vorsichtig bei. Denn wie gesagt, das ist halt schon ein schönes Gerät. Die aktuelle Generation, das ist jetzt das Display, das werde ich jetzt nicht abmachen, diese Schutzfolie. Da kann man halt nachher sliden, zwischen Musik auswählen. Er bietet halt deutlich mehr Funktion als der iPod Shuffle. Genaueres, es gibt schon genug Reviews dazu auf YouTube und auch Vergleiche, deswegen werde ich jetzt nicht nochmal alles analysieren. Es geht hier primär ums Unboxing. Und zwar schauen wir uns mal den iPod Shuffle an. Hinten noch zum Festklipsen quasi, der Clip. Sieht natürlich sehr edel und sehr hochwertig aus. So. Hier hinten für die Kopfhörer, beziehungsweise den USB-Connector-Anschluss. Ja, genau. Sehr dezent, dieses Apple-Logo. Kleiner Vergleich nochmal, ein kleiner Schlussvergleich zwischen dem iPod Nano der sechsten aktuellen Generation und dem iPod Shuffle der zweiten Generation. Und kleinen Moment. Und nochmal einem iPod Shuffle der vierten Generation. Jetzt nochmal alles drei auf einen Blick. Nochmal die Rückseite auf einen Blick. Ja. Wie gesagt, der Nano ist natürlich am besten, hat auch am meisten Speicherplatz, kostet natürlich auch am meisten, weil das ist auch ein eigenes Display und so weiter. Also für den ganz normalen Hausgebrauch würde ich empfehlen, entweder den Shuffle der aktuellen Generation oder wenn ihr halt, ja, man kann sich auch gebraucht einen auf eBay bestellen, das ist ja nicht ganz so teuer, je nachdem wie ihr das handhaben wollt. Vielen Dank fürs Zusehen und seid auf meine nächsten Videos gespannt.